gerne mit Ihnen über den Tatort reden, aber ein bisschen müssen Sie uns erklären, wie Sie zum Duett mit Udo Lindenberg kamen. Ja, das war eine schöne Geschichte. Eigentlich eine Aneinanderreihung. Aneinanderreihung. Ein schwieriges Wort. Aber wir haben Sie voll verstanden. Gut. Ich hätte den Wein in Ruhe lassen sollen. Nein, also eine Aneinanderreihung von Zufällen, Herrgott, noch mal, dass ich dieses Wort auch immer wieder versuche, irgendwie auszusprechen. Ich war mit meiner Mutter und meinen Brüdern, waren wir kurz vor ihrem 80. Geburtstag in Hamburg, ein Wochenende, und es war auch geplant, das Faschingsfest einer Freundin Ildiko von Kürti zu besuchen, also ihr Geburtstagsfaschingsfest. Und es war ganz elend, wir hatten furchtbar billige ABBA-Plastikfummel aus dem Internet bestellt und es war furchtbar und es zwickte und es passte nicht. Und wir trafen zufällig auf Udo Lindenberg und... In einem Hotel, in dem er wohnt. Im Atlantik. Ja, naja, ja. Ist ja nicht so geheim, er ist ja überall immer sichtbar im Atlantik. Ja. Und irgendwie, ich kannte ihn gar nicht wirklich gut, ich kannte ihn mal von ein, zweimal Bambi. Und irgendwie habe ich ihm mein Leid geklagt und irgendwie gesagt, und er sagt, du Maria, also ich kann es natürlich auch als Udo gehen, also komm mal mit ihm rauf auf meine Villa Kunterbunt und da kannst du Klamotten von mir haben. Ich wusste nicht gar nicht, ob dieses Angebot eines ist, was man als Frau entspannt annehmen kann, auf seine Villa Kunterbunt zu kommen im Modell Atlantik. Also sein Hotelzimmer, mit anderen Worten. Sein Hotelzimmer. Mensch, wie sieht's denn da aus? Weil wir haben, kann ich das erzählen? Ja, ja, bitte, weil wir haben, okay. wir haben zwei Jahre praktisch Tür an Tür gelebt. Streng vertraulich. Ich war immer neugierig, wie es aussieht. Ich hatte mir natürlich irgendwie eine Suite vorgestellt im Atlantik, die also wirklich eines Udo Lindenberg würdig ist. Ich kam in ein, darf ich das sagen, ein wirklich kleines, zwei kleine Zimmer, die voll sind mit vielen Dingen, die auch an Udo erinnern, und seinen Bildern und einer Rudermaschine. Und dann machte er einen Schrank auf und ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass so ein Popstar endlos Rockstar, endlos Klamotten hat. Da hing, ich weiß nicht, fünfmal dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Jacke, sechsmal dieselbe Hose und zweimal der Gürtel. Und davon bekam ich eines jeweils, eine Hose, eine Gürtel und eine Jacke und sein Hemd, seine Brille, sein Hut und sogar seine Zigarre. Das war, nein, nein, leider nicht. Ja, leider nicht, leider die benutzte, ja. Aber das machte gar nichts. Ich war so hingerissen von diesem Outfit und von diesem lässigen Gürtel, den man in der Hüfte trägt. Und es war ein wirklich sensationeller Abend. Ich habe mich so entspannt und so gechillt und so. Also als Udo Lindenberg unter dieser Brille, unter dem Hut, ey, alles easy. Das war der easyste Abend. Und ich fand's toll und habe ihm unglaublich gedankt. Und später kam er, dann erzählte ich ihm, dass ich, habe ich ein bisschen angegeben, es tut mir leid, ich muss es gestehen, dass ich jetzt in einem Film eine Rockmusikerin spiele und dort auch live singen werde, also live in dem Film. Und dann rief er ein paar Wochen später an und sagte, Maria, ich habe gehört, du kannst singen. Hättest du denn Lust mit mir, so MTV Unplugged und so? Ich so, ja? Ich habe es nicht geglaubt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dem Moment, wo wir da in Kampnagel in Hamburg zusammen aufgetreten sind, habe ich immer noch gedacht, irgendjemand sagt dann, das war ein Witz, Maria. Udo will nicht, dass du bei... Für mich ist MTV Unplugged. MTV, und ich weiß nicht, das war einfach eine große Nummer und das war schon ein ziemlich toller Moment, als ich dann Backstage war und dann lagen so die Mikros mit den Headsets und dann war da Alice Cooper, Gentleman, Martyria, Udo, Angus Stone und dann irgendwo Maria. Nein, nur Maria, ich kann nur Maria. Es war... Aber... Udo ist ein Schatz von einem Mensch und das wirklich große Geschenk ist, dass er eigentlich mir beigebracht hat, also ja, oder mich ermutigt hat, weil er sagte dann, schick mal was zu, wie singst du so und so, schick mal und so. Und ich war halt total verunsichert, was schickt man denn dann zu? Ja, in der Küche, was schickt man denn zu? Ich habe mein Handy so hingelegt und auf Aufnahme gedrückt und dachte, was singe ich jetzt? Stanze. Ja, so gestanzelt, weißt du schon, Bordisch ist nice, hab ich nicht gemacht. Nein, hat er zurück, hat er gesagt, ja, Maria, weißt du, total cool, aber mach mal ein bisschen mehr so Sprechgesang. Mach mal ein bisschen weniger. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es mal mit weniger und immer weniger. Und das war total interessant, weil ich habe noch nie so gesungen. Ich dachte immer, singen ist etwas, was man mit einer bestimmten Anstrengung und
Und dieses total so eine, fast so eine ganz offene Sprechstimme, dann so, die hört das sich ist dann sehr das intim. Wie hört sich denn das an? Da müsstet ihr noch mal in dieses noch Album reinhören. Ich bin nicht Sven Regner, der hier entspannt da mal kurz. Da Im Gegensatz zu Sven erst Regner ist es sehr schwer, sie zum Reden zu bringen, das stimmt. War das ironisch? Nein. Nein. Nein, aber also das er war zauberhaft. Das, er ist der entzückendste, liebevollste Mensch. Und ich weiß, wir hatten dann auch eine, wir waren dann auch, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Sendung, wo ich dann auch nochmal mit ihm gesungen habe. Und da war vor uns so eine Frau, die hat eine gigantische Céline Dion-Stimme gehabt. Und er sah mir offensichtlich an, wie alles in mir zusammenschmurzelte. Oh je. Und ich dachte, oh Gott, und ich kann eigentlich nicht wirklich singen und so. Und er sah das nur und sagte, weißt du mal, ja, so eine Stimme. Die gibt es millionenfach. Das, was wir da machen, das ist unique, okay? Lieb und er ist so aufnehmend. Also, es ist ein großes Geschenk. Ich fühle mich sehr. Also, ich hoffe sehr, dass er uns zuhört, weil das eine größere Liebeserklärung gibt es nicht. Ja. Machen wir einen harten Schnitt und vielleicht mögen Sie uns erklären, was Göttingen hat, was Hannover nicht besitzt. Das ist wirklich schwer. Also, Göttingen hatte jetzt auch gerade ein Bahnhofhotel, in dem ich gerade geschlafen habe. Das hatte einen gewissen Charme. Egal. Das also führt wirklich zu weit. Göttingen ist der Ort, an den Charlotte Lindholm strafversetzt wird. Charlotte Lindholm hat in ihrem Fall davor, im Fall Holt, einiges falsch gemacht und wird von ihrer Dienststelle strafversetzt, was für sie eine unglaubliche Kränkung ist. Und deshalb musste es die Provinz sein, dass es dann ein so hübscher Ort wird. Konnte ich beim Drehen genießen, aber Charlotte Lindholm überhaupt nicht. Die empfindet das als große, unverschämte Degradierung und kommt da an. Und im Grunde, das hat Spaß gemacht zu spielen, muss ich sagen, mit so einer Haltung wie, mein Gott, ist das alles unter meinem Niveau hier. Ja. Und ich bin natürlich auch gleich hier gefallen, Maria? Nein. Um Ihnen damit eine Freude zu machen. Nein, nein, aber das hatte Freude bereitet, eigentlich diesen Charaktereigenschaften von Charlotte Lindholm, die ja bisher kamen die so in die Provinz und da waren die etwas tumben Kollegen und sie konnte immer etwas souverän und sie wusste es immer besser und am Schluss hat sie immer eigentlich in allem recht gehabt. Und das nochmal ein bisschen auf die Spitze zu treiben und eben, dass sie damit wirklich irrsinnig eine Bruchlandung erleben lassen. Das hat ja Spaß gemacht. Das ist ja nicht die einzige Neuerung bei diesem Tatort, sondern Sie haben eine Kollegin. Und was für eine? Die ist ein Hammer. Die ist ein Hammer. Woher wissen Sie, Giovanni? Weil ich den Film schon gesehen habe. Was? Da haben Sie. Ja. Ich habe ihn gesehen. Und? Und ich fand ihn, also das bleibt mir alles übrig, toll. Aber das ist das, einfach die Gefallen, dass Sie mich für ein totales Weichei halten. Es geht los, minutenlang mit Blut. Nein. Minutenlang. Ein junges Mädchen, das leidet und dann... Nein, Giovanni, da muss ich entschieden widersprechen. Naja, erstens ist es keine Minuten. Zweitens ist verabredet, dass wir hier den Film gut verkaufen. Ja, nein, ich finde, Nein, es stimmt schon. Es ist wirklich nicht viel Blut. Nein, wirklich nicht? Dann, nein, ich hatte andere Tatorte, in denen unendlich viel mehr Blut gezeigt wurde. Aber es stimmt, es wird der Schmerz einer Entbindung gezeigt. Das, ja, aber das ist natürlich für einen Mann, ehrlich gesagt, oftmals zu viel. Ich fühle mich ja auch schuldig, dass ich das sage. Ja, aber es, es ist wirklich, und es ist ein sehr, sehr selten erzähltes Thema. Ich denke, ein relevantes Thema, über das ich auch viel zu wenig wusste, nämlich das Thema der unterdrückten Schwangerschaft, was es in Deutschland immerhin im Jahr 1600 Schwangerschaften werden im Jahr verdrängt. Ich habe gesagt unterdrückt. Eine verdrängte Schwangerschaft. Auf Lateinisch gravitas suppressalis. Man kann sich das nicht vorstellen. Sie können sich es vielleicht nicht vorstellen, als wenn man Kinder bekommen hat, kann man sich es wirklich nicht vorstellen, dass es 1600 Frauen jedes Jahr in Deutschland gibt, die verdrängen, dass sie schwanger sind, die überrascht werden von den Wehen. Und dann, und das liest man ja immer wieder mal, auf einer Flughafentoilette oder beim Rave-Konzert mal so nebenbei plötzlich von der Geburt überwältigt werden
Und das ist genau das, was Sie gerade ansprechen. Das ist dieser Einstieg, ein junges Mädchen, was überrascht und überrollt wird von diesen ja doch unfassbaren Schmerzen. Und natürlich ist auch im Rahmen dieser Geburt gibt es dann auch Blut und eine Plazenta, aber... Aus der Toilette gefischt wird. Ja. Also ich will nur wieder gemessen. Und dann treffen Sie relativ schnell auf diese neue Kollegin. Mögen Sie sie ein bisschen einführen? Florence Kasumba ist eine... hat große Hollywood-Produktionen gemacht, ist dort bekannter sozusagen noch als bei uns. Ich glaube, es wird ihr jetzt einen unglaublichen Push geben. Florence wollte immer gerne mal die erste schwarze Kommissarin sein. Und das ist sie jetzt geworden. Wir sind die erste weibliche Doppelspitze. Und das Schöne ist... Beim Tatort. Beim Tatort. Ja. Und... wollen wir uns anschauen, eine hinreißende Szene zwischen Ihnen beiden? Ja, gerne. Ja, also zwei Alpha-Frauen, wie sie im Buche stehen. Ja. Ich hoffe, ihr verratet nicht zu viel. Nein. Bitte. Ganz starke Szene. Sie sind irgendwie entsetzt, dass wir die zeigen? Ein bisschen? Nein. Aber ein bisschen irritiert? Ja, ich dachte, dass man da jetzt schon zu viel vorwegnimmt, dass es wirklich eben zu physischer Gewalt zwischen diesen beiden Frauen kommt. Das ist wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, Aggression auf Augenhöhe, fast so, wie man es eher sonst von Bodyfights, von Männerrivalitäten kennt. Also es hat wirklich nichts Hysterisches, sondern es ist sehr gerade Aggression und wir schenken uns da nichts in dem ganzen... In dem ganzen Fall nicht. Und das ist eine zusätzliche Hürde, aber ich glaube, es ist sehr reizvoll anzuschauen. Und bleibt sie? Das haben wir auf jeden Fall vor. Wir wollen Charlotte noch ein bisschen schwer machen. Das heißt, also im Film sagen Sie jedenfalls, in zwei Wochen bin ich wieder weg. Genau. Sie dann wieder zurück nach Hannover und kommt sie dann mit? Das ist ja mein Wunsch. Mein Wunsch ist wieder an meine Dienststelle, ans Landeskriminalamt zurückzukommen. Wenn man einmal in Hannover gelebt hat, das kann ich nachvollziehen. Da will man immer wieder zurück. Ja, aber Charlotte Lindholm will gerne von der Provinz Göttingen zurück zum LKA. Sie findet das unter ihrem Niveau, so eine kleine Polizeidienststelle. Aber dann geht es hier auch gleich wirklich los. Und sie haben einen wirklich sehr emotionalen Fall zu ermitteln mit wirklich unfassbar guten, das müssen Sie bestätigen, Giovanni, wahnsinnig guten jungen Darstellern. Also ich wollte den Film in keiner Weise schlecht machen. Ich wollte nur meine eigene Unzulänglichkeit zum Ausdruck bringen. Dieser Tatort ist großartig. Sind Sie zufrieden? Ja, also. Sie haben gesehen, dass Sie, also nur angedeutet, ja, was Sie alles machen. Sie können, ich finde, Sie können singen, auch wenn Sie das Gegenteil behaupten. Also Sie sind eine berühmte Schauspielerin, eine beliebte Schauspielerin. Sie sind Ärztin, Sie haben tolle Kinder. Mit der Tochter haben Sie eine Stiftung gegründet, haben wir gerade was gesehen. Auch ein tolles Thema nochmal extra. Sie bewegen sich in der großen, weiten Welt, müssen nur ganz selten in irgendwelchen Bahnhofsgaststätten übernachten. Haben Sie manchmal so das Gefühl gehabt, Mensch, so viel Schwein wie ich kann man gar nicht haben? Ich habe schon das Gefühl, sehr beschenkt zu sein vom Leben. Und glaube, dass mich das auch immer wieder mit einer nicht nur Dankbarkeit, sondern aufrichtigen Demut erfüllt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich etwas zurückgeben kann und möchte. Und das versuche ich natürlich einerseits mit der Kunst, natürlich, das ist meine Leidenschaft, aber andererseits auch mit der Stiftung, wo ich ja mit meiner Tochter nicht nur auf den Philippinen, sondern auch hierzulande versuche... Tolle Studie gerade gemacht. ...für mehr Gerechtigkeit und Sichtbarkeit von Frauen in den Medien zu kämpfen. Jetzt eine neuere Studie, wo wir uns Social Media angeschaut haben. Ich danke Ihnen sehr und kommen Sie wieder. Sehr gerne.